Seefelder Kristallzauber 2012. Die wahrscheinlich fescherste Schwimmerin Österreichs aller Zeiten. Groß, fesch, sympathisch. War mit 16 Jahren Europameisterin. Und dann hat sie eine große Karriere gestartet bei Dancing Stars. Ihr wisst, von wem ihr redet. Von der Mirna Jukic. Sie hat mit dem Gerhard Egger getanzt und sie wird uns heute einen lateinamerikanischen Tanz hier vorführen. Viel Vergnügen, Mirna Jukic mit ihrem Partner, mit dem Profitänzer Egger. Großartig. Jetzt mache ich etwas, was man normal nie machen soll, wenn man mit Sportlern unmittelbar nach der Anstrengung ein Interview macht, weil dann kommt meistens keine Luft. Die Mirna ist aber so gut benannt, dass sie diese 1 Minute 30 durchsteht. Mirna, großartig. Dein Abgang bei Dancing Stars hat sehr viele Diskussionen gegeben. Hat dir das noch geärgert? Wer es nicht weiß, die Mirna hatte ein Höschen an, also... Ja. Und da ist hinten drauf gestanden, was? Also das war, jedes Kleid hat ja so ein Body drunter, was man ja normal anziehen kann. So, die Frauen. Und wir haben ein Mambo getanzt zu einem super interessanten Lied, nämlich Mana Mana. Und ja, wir wussten nicht, wie wir diese Choreografie machen sollten, außer wir sollten so deppert sein wie möglich. Und dann ist die Idee entstanden, dass man mir auf diesen Body Mana Mana draufschreibt und dass ich halt zum Schluss quasi, dass man dieses Mana Mana in der Kamera sieht. Man hat dann auch meinen Popo gesehen und das hat anscheinend sehr vielen nicht gefallen. Ja. So, jetzt muss ich was sagen. Ich darf das sagen. Ich glaube, Millionen Menschen kennen den Popo von der Mirna Jukic. Warum? Nichts jetzt falsch denken. Das ist eine Weltklasse-Schwimmerin. Und ich habe noch nie einen Schwimmer gesehen im Trainingsanzug schwimmen. Also das hat mich so überrascht. Ne? Der Popo von einem Fußballer, das siehst du nicht immer, aber ne? Ja, mich hat es auch ein bisschen überrascht, weil ich auch eben gesagt habe, also jeder Schiedsrichter, der hinter meiner Bahn steht, darf Minimum für 10 Sekunden meinen Hintern anschauen. Und deswegen habe ich das jetzt nicht so schlimm gefunden. Ich würde es wieder machen, also ich finde, es war kein Fehler und es hat mir Spaß gemacht und es war eine tolle Erfahrung. Am 9. März geht die nächste Staffel in Szene. Wirst du dabei sein? Ja, du bist dabei. Er tanzt mit Dolly. Wir wissen das nicht, ja, das, keiner weiß es. Aber er tanzt nicht mit mir. Sag, die Umstellung von der Mirna zur Dolly. Ja, also,
Ich meine, theoretisch jetzt. Also theoretisch, ja. Also sie wird einmal nicht in Jogginganzug trainieren kommen, glaube ich. Und ja, ich weiß nicht, mit der... Ja, nein, es wird nicht viel Umstellung sein. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf die Staffel, vor allem, weil sie alle aufregen. Es ist immer aufregend, das gehört dazu. Sex selbst und es ist einfach ein Mordsthema geworden und ja, mal schauen. Wobei ja, ich ja auch Dancing Star war 2006 und ich war eigentlich der den Sex hineingebracht hat. Meine Damen und Herren, Mirna Jokic mit ihrem Profi Egger, der wirklich wieder mit dabei ist bei Dancing Stars, die 7.